get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the show. Was geht, Freunde? Ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Rap La Rue Reaction. Sehr, 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 sehr geil. Wir haben alle wieder so Todesbock auf das Format. Es macht einfach unnormal Bock. Deswegen, wenn ihr live dabei sein wollt, Freunde, kommt immer sonntags in die Streams. Ab 18 Uhr reagieren wir da immer drauf. Ich glaube, den Sonntag, den ihr jetzt auch kommen, also der kommen wird, da wird auch wahrscheinlich ein Special Gast aus Rap La Rue dabei sein. Deswegen, also hier bei mir. Deswegen, Freunde, dürft ihr das nicht verpassen. Und um alles mitzukriegen, folgt auf Instagram. Abonniert Stickies, abonniert Devo, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft. Like, Kommentar, Abo kurz vor 100k. Wir gehen rein, Slums ab. Ah, die Kino-Vibes am Anfang. Ganz wichtig. Down, down. Film. Sehr gespannt. Folge 5. Desert Storm. Desert Teil Storm. 1. Teil 1. Ich könnte auch so Sprecher werden dafür. Ich könnte auch Sprecher werden dafür, Loki. Digga, ich hoffe, Hamdi muss nicht performen, Bruder, der Arme. Der wird die ganze Zeit. Glaub jeder muss. RIP Hamdi. Hamdi Performance Kritik incoming. Zum Rauswurf von Suat, sehr traurig. Suat, super Typ, super. Sau talentiert. Freund, ein guter Freund mittlerweile. Man merkt so, es werden immer weniger Leute, so die Stimmung wird immer ernster. So hat es der Baba. Ja, yeah, so. Er ist der lustigste Mensch der Welt. Er ist einfach nur zurückhaltend. Er ist der lustigste Mensch. Er ist der lustigste Mensch, wirklich. Ja. So hat es so Main Character. Sehr bescheiden. Ja, Shoutouts an Suat, so brüderlich, ne? Ja. Bescheiden. Position zur Station zu unserem Dreh. Wir haben kein Netz, wir haben wenig Wasser. Und ich weiß gleich. Ich weiß nicht, ob Banditen der Wüste auf uns. Walla, ich weiß nicht, ob wir genug Tank haben. Aber eine Sache habe ich komplett nicht verstanden. Dreh mal um. Ich war auf meine Mutter, der hat System gefickt. Ja, ja, ja. Hey, Walla, guck mal. Hey. Entweder sterben wir jetzt. Hey, what the fuck? Guck mal, wie geil das aussieht. We fall is dein! Boah, einfach in der Wüste, Digga. Habe ich schon gesagt, Chat, dass JU Loki in meiner Top 5 ist, ne? Also JU ist in meiner Top 5, ne? Ohne Spaß. Ich finde ihn, also, ich finde ihn mies stark. Er wurde am Anfang, haben ihn viele nicht mal gefeiert bei der Anfangsphase in der Halle. Aber Bruder, Lost, ja. Nein, JU, Bruder. Pff. Auch alleine seine Freestyle und so. Ich finde JU auch, ja, auch todessympathisch, ja. Sag mal Top 5. Eamon, Haaland, Ammo, JU und Ilo. Wie er läuft! Hey. Gio Montana, Sahbe! Hey! Das ist die Schwitze. Das war deine Idee. Das war krank. Ist das auch witzig? Ich bin zu alt, ich hab nur vergessen. Vita-Mom. Ey, wie alt ist JU eigentlich? Vita-Mom. Vita-Mom. Sorry. Letztes 27? Boah, 28? Tschüss. Als ob, ich hätte niemals so alt eingeschätzt. Essen. Bisschen Spaß muss aus. Boah, harte Shots. Sehr harte, also sehr harte Aufnahmen, Bruder. Boah. Boah. Mikro sehr laut. Passt.
Autowerbung für Kia. Ich weiß, ich pausiere öfter Chat, aber ich will wirklich kurz diese Hack geben und ich möchte auch, dass ihr diese Hack schätzt, wo ich finde, das sind sehr geile Aufnahmen. Gio Assemble. Gio Montana. Herzlich willkommen zu Tag 5, Desert Storm. Eure heutige Aufgabe ist, einen bekannten Song zu covern. Alles ist erlaubt. Tobt euch aus und zeigt uns eure Kreativität. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin eigentlich, Chat, ich persönlich bin nicht so der Fan von diesem bekannten Songs samplen, covern. Ich bin mal aber gespannt, wie die es umsetzen. Ich bin sehr gespannt, wie die es umsetzen. Wir sind hier in der Wüste Marokko. Bei so einer sonnigen Temperatur will ich trotzdem bei euch Höchstleistung sehen. Ihr werdet jetzt in zwei... Als Challenge finde ich es cool, ja. Bin aber sehr gespannt, welche, was die so... Ich bin gespannt, was die samplen werden. Gruppen aufgeteilt. Malat hatte ja letztes Ding, hatte doch dieses Am I Wrong gehabt, ne? Oder sowas. Was war das nochmal, ja. In der ersten Gruppe. Der Arme. Haaland. Tiki-Taka. Eamon. Under Armour Connection. Kauter. Und Breel. Ihr seid die erste Gruppe. Der Rest bildet die zweite Gruppe. Wir haben euch heute zusammengetan, weil ihr in der gestrigen Challenge geglänzt habt. Darum, lasst nicht lange quatschen, wir gehen rein. Allerdings wird aus jeder Gruppe zwei Verlierer hervorgehen. Deshalb gebt euer Bestes und wir sehen uns im Anschluss. Also Bruder, die Gruppe ist Maximum. Also sorry, aber das ist doch, also das ist, also Chat, diese Gruppe ist doch viel zu, also die ist doch safe stärker, oder? Ist das nicht 1 gegen 1? Zwei raus davon, zwei von denen raus. Ich bin mal sehr gespannt, Chat, wer von denen jetzt hier raus, Bruder, okay. Aber alle gegen alle, okay, nevermind. Es müssen halt zwei, Alter, da bin ich sehr gespannt, ne? Für mich ist es eine sehr starke Gruppe. Also jeweils aus jeder Gruppe werden zwei rausgehen, aber ich glaube, diese vier Stück, die dann am Ende so die Verlierer sind, werden dann noch was machen müssen, sage ich. Die werden dann, denke ich, noch irgendwie so battlen müssen oder so, bestimmt. Macht so Sinn, weil sonst macht es ja keinen Sinn. So, Gruppe 1, ihr trittet jetzt gegeneinander an. Ich möchte den ersten bitten, nach vorne zu treten und die anderen gehen in den Hintergrund. Breel, bitteschön. Breel, let's go. Ey, ich fand Breel seine Hook sehr geil auf dem beim letzten Ding. Dieses, ich habe Bale in meinem... Ich fand's voll nice. Let's go. Ich erwarte was. Jetzt kann er glänzen. Jetzt muss er glänzen. Er hat lange viel nichts gemacht. Ich mach laut, Chat. Bro, das sind 23 Jahre Schmerz. Bro, das ist 24-7 Kälte. Ohne zu wissen, ist es das hier wert. Ich hatte Tage ohne warme Mahlzeit. Ich hatte Tage ohne ein Zuhause. Zu viele Tage, an denen ich geschworen habe, mich zu ändern, krieg ich von dem Ganzen meine Pause. Bruder! Ich bin ein Macher-Nigger, das for real. Und alle Fakes verkaufen sich für echt. Mein Bro hat Kombis soffen, also kommen sie zu ihm. Und meinten, morgen holen wir den Rest. Das ist my life. Du hast so oft gesagt, dass du mich liebst. Du hast so oft gesagt, dass du mich hast. Bruder, ey, sorry, ich muss pausieren, Chat, ne? Ich muss pausieren, ne? Und sorry, wenn ich so laut... Bruder! Alter, Bruder, ich finde für mich, also, ich weiß, wir sind hier früh im Song, aber Bro, dass er Dilemma samplet und dann noch so, Bruder, diesen Vibe catcht, wow, Bruder. Sehr stark, Bruder. Ich finde, er hat den Vibe perfekt gecatcht, Alter, krass. Wir hören jetzt weiter ohne, Bruder, let's go. Vielleicht kriegen wir nur das, was wir verdienen, ohne zu wissen, was es aus uns war. Du hast so oft gesagt, dass ich dir fehl. Du hast so oft gesagt, dass du mich brauchst. Ich bin wieder nicht lang unterwegs. Nur leider ist meine Welt viel zu grau. Ich brauche noch ein Caddy Pack, vergesse meine Sorgen. Doch das Ergebnis ist am Ende immer gleich. Probleme in der Gegend regeln wir halt nicht mit Worten. Und deshalb ist die halbe Gegend jetzt mein Feind. Mann, ich will nur Peace. Ich will hoch hinaus, aber was macht der Land? Moduk, was macht der hier? So
tief, dass keiner helfen kann. Struggle ohne Grind, ein Leben ohne Zeit, ein Leben ohne Liebe ist ein Leben, was ich reich. Ich wünsch dir, es wär vorbei und das am besten zeitnah. Baby, ich lass los und das nur weil du hast so oft gesagt, dass du mich liebst. Du hast so oft gesagt, dass du mich hast. Und vielleicht kriegen wir nur das, was wir verdienen. Ohne zu wissen, was es aus uns macht. Du hast so oft gesagt, dass ich dir fehl. Du hast so oft gesagt, dass du mich brauchst. Ich bin wieder nicht allein unterwegs. Nur leider ist meine Welt viel zu grau. Also ich muss sagen, und das meine ich brüderlich, ich glaube, für mich ist das hier eine, also bis jetzt, wir haben ja noch nicht fertig geguckt, aber mit einer der krassesten Performances aus Rappelary bis jetzt. Songs und Performances. Bruder, er hat diesen Vibe so krass gecatcht, so gut umgesetzt, Bruder, und Alter, das ist, ey, ich finde das richtig geil, Bruder. Sehr geil, sehr stark. Feier, Bruder, feier. Sehr stark. Bamban, danke fürs Zuhören. Meine Meinung, super Song. Du konntest es gar nicht besser machen. Bruder, ich sag auch, schönes Sample, Bruder. Weniger ist manchmal mehr, Bruder. Krass, Bruder. Ja, so simples Ding. Gemacht, Bruder, jetzt 10 von 10. Danke. Geil. Boah. Super. 10 von 10 von Abaya ist, Bruder, 10 von 10 ist crazy. Du kannst einmal zurück und den nächsten nach vorne holen. Safe. Dankeschön. Danke. Sehr stark. Ich meinen Auftritt heute fand, also ich fand den krass, war ja sehr geil, geile Kulisse, mieser Vibe. Ich war noch nie in der Wüste, das heißt, es war gleichzeitig so, es war schon ein schönes Erlebnis, meinen ersten Auftritt gleichzeitig mit meinem ersten Besuch in der Wüste zu haben. So. Was ich mit dem Song verbinde, ist sehr, sehr viel Schmerz und Wahrheit so und sowas wie eine Beichte, weil ich glaube, ich habe noch nie so ehrlich über meine Gefühle, meine Probleme, mein Kummer und meine Geschichte offen in einem Song gesagt. Und ich dachte, vor allem, wenn ich jetzt einen Song bringe, den in Verbindung mit einem Song, den ich sehr, sehr feier. Ich meine, Nelly ist ein R&B-Rap-King so. Nelly ist, und sehr, sehr großer Teil meiner Musikentwicklung. Kombiniere ich etwas Schlechtes mit etwas Schönem so. Und er hat sich dick bewiesen, fand ich. Also er hat sich dick bewiesen. Das war irgendwie ein sehr, sehr geiles Gefühl. Das heißt, es war für mich einfach eine Riesenmöglichkeit, was Gutes zu tun so. Und ja, Mann, ich hab's auf jeden Fall sehr genossen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil der Song sehr deep ist und sehr, sehr viel Gefühle und wow, wow. Und ich weiß, sehr, sehr viele stehen nicht darauf, die wollen immer dieses nach vorne, aber das bin halt ich so. Hat er, Bruder, feier ich Todes, Bruder. Ich hab, also es gibt auch Leute, die L gesagt haben und so, Bruder, das sind halt wirklich, es ist das Problem, Bruder. Sehr viele wollen halt dieses so nach vorne, aber Bruder, das funktioniert nicht immer. Vor allem ist das halt auch zum Beispiel nicht mal Breel sein Stil so mäßig. Der macht genau so eine Musik, Bruder. Und das finde ich gut. Der ist seiner Linie treu geblieben und bam, das hat sich auch hier richtig bewiesen. Das war zum Beispiel das, was Suat in der letzten Folge nicht gut gemacht hat. Und zwar ist er ja auf so einen schnellen Beat gesprungen, einfach so, weil es gut ankommt. Aber nicht jeder macht das krass, wisst ihr? Und Suat ist auch eigentlich einer, der so krasse Sängerstimme hat und so. Ich bin Breel, ich stehe für Pain, Kummer, so für Sachen, die man sonst nicht sagen würde auf einem Song. Stark, sehr, sehr geil. Und ich glaube, damit habe ich mich gut repräsentiert. Einmal Kauter bitte nach vorne. Oh, jetzt Kauter, bin ich gespannt. Ich trage noch dein Pullover, den du bei mir verloren hast. Vermisse dich mehr jeden Monat. Ohne dich ist wie Ohnmacht. Du bist es gewohnt, alles wiederholt sich, dein Herz verloren. Keiner nimmt dich so, wie du bist und woanders findest du nie mehr Home. Doch ich mach es wieder gut und mach ein autre Rendezvous. Was das mit uns? Sag mir was. Let me hold you, egal was du mir antust. Ich warte auf deinen Anruf. What are you? Let me hold you, egal wie sehr es weh tut. Ich warte auf deinen Anruf. Ich finde ja, Kauter hat ja eh eine richtig krasse Stimme. Und ich finde, hier ist auch nicht so viel Autotune. Also nicht, dass sie jetzt viel Autotune benutzt, aber ich finde, ihre Stimme kommt hier so bei dem Song irgendwie viel besser zur Geltung. Checkt ihr, was ich meine? Ihre Stimme kommt hier richtig gut zur Geltung. So irgendwie viel besser als bei, also bei den vorherigen Songs, meiner Meinung nach. Und sie hat irgendwie so einen Vibe, Bruder. Ich habe den schon mal gespielt, aber so im Positiven, wisst ihr? Und Bruder, jetzt gerade dieses Kalender, hört mal an. Ich schreibe in meinen Kalender. Kalender. War gleich? Kalender. Jeden Tag ohne dich rein, weil ich seitdem das Leben verlernt hab. Wollte nie ohne dich sein. Tränen fallen auf dunkles Papier. Wo deine
das Loki Jersey so? Der wurde der Beat so ein bisschen zu Jersey so Ding? Ich finde erstens, ich finde den Song super. Ich krieg direkt gute Laune, Bruder. Sie hat wirklich sehr schön gesungen, sehr geil den Vibe gecatcht. Dani Slam sagt's nochmal. Aber Bruder, auch wie sie performt, Baba. Alter, das ist geil, Chat. Was sagt ihr? Ich find's Baba. Kalender. War mies gleich. Ey, was ist das für eine starke Gruppe, Chat? Chat, was ist das für eine starke Gruppe? Alter, so geil. Schön, super Kauter, ja? Sehr schön. Super Song, Alter. Geil. Krasser Song. Du bist ein Star, wie ich immer sage schon. Ich hätte mir vielleicht noch bei dem Song gewünscht, dass er vielleicht ein paar BPM langsamer wäre. Aber ich glaube, das ist Geschmackssache an sich super. Ich finde, Chat von der. Ich fand das eigentlich gut, so dass der so ein bisschen so nach vorne. Also so ein bisschen so nach vorne ging, so ein bisschen auf den, ne? Checkt ihr, was ich meine? Ich fand es eigentlich geil so. Wie habt ihr es gefühlt? Ich fand es eigentlich gut so. Ich bin immer begeistert, wie du diese Challenges meisterst. Ich hätte gedacht, heute, weil es wird extrem schwer, gerade in deiner Gruppe. Aber du hast mich mit dem Song vollkommen überzeugt. Ja, finde ich zu geil. Ich bin sehr stolz auf dich, Kauter. Du hast echt weit gebracht. Super Song. Hat mein sehr geil Respekt, gepasst, ehrlich. Ich finde auch. Ein bisschen weniger BPM finde ich vielleicht auch ein bisschen, würde mehr passen. Aber ansonsten trotzdem krass, Mann, mit dem Hintergrund und wie schön der Song noch war. Und es hat alles gepasst. Hat gepasst, ja, das Mann. Licht gerade perfekt. Schön, ja, dir. Es passt alles. Dankeschön. Super. Dankeschön, Kauter. Haaland, bitte rein! Andramo Tiki Taka Habibi! Ghetto Kapitän! Jetzt werden die Fußball-Lines gekickt. Elastico, Tiki-Taka, Habibi. Bester Mann. Mit David-Louis-Trikot. Und DTF, Essig, Gel, Bolsa, Checkerdeck, Trikot, Romelu, Lukaku, Belgien, Volley-Schuss. Tous les jours, Fütschit, ein Rendezvous. Es fing an mit dem Joana. Freier will dein Untergang. Der Junge aus dem siebten Stock in ein tiefes Loch, so hat das nie gewollt. In der Straße gefangen, auf der Nase entlang und strahlt heute im Rabengesang. Akela, Peugeot Motorrad 90 km/h. Pyto und Zimmer in Athen, Arabenschwarz. Ey, welches Sam? DTF, PNL? Ich hör kein PNL. Avante Party, ich hab kein PNL. Habibi, wenn nicht in einem Song Under Armour genannt wird, Chat, dann ist es kein Haaland-Song. Check das. Ein guter Junge, doch es Blut in Wunden. Zwar nix im Magen, doch fast alles in sich rein und seine Zunge wie zugebunden. Sie kleine Jungs im Masse Olympique. Bolzatrix auf Quantum A6. Nur ich und die Neuf auf dem Schuss am Vordersitz. Und am Donnerblitz. Mondaufgang. Klappstuhl am Hoch aufs Dach.
sagen, ich denke, vielleicht ist das so ein Song, den musst du öfter hören, aber also ich fand das bis jetzt war jetzt nicht so gut, fand ich jetzt. Also ich fand es jetzt nicht gut. Ich fand auch jetzt, wenn wir jetzt vorher Breel und Kauter hatten, Bruder, also die haben auch sehr gut vorgelegt, aber ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Also bisher Schwester, ich muss leider auch sagen, Bruder, bisher jetzt nicht so das, was mir am meisten zugesagt hat, weil ich denke, Haaland hat eigentlich krassere Songs drauf, Bruder. Ja, geil. Ich kannte auch das, vielleicht ist es auch ein bisschen nah, ich kannte jetzt auch nicht das Original. Und so ein bisschen, ich glaube, ich bin nicht so in diesem Ding drin, so. Haaland, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dir. Ich habe ein leicht schlechtes Gefühl, weil alle in eurer Gruppe sind so begabt und so gut. Ihr seid krass, ja? Haaland, wirklich, egal was du machst, es klingt geil, Digga. Egal welchen Song du... Crazy. Übrigens, es klingt geil, Digga. Aber ich mag Haaland seine Musik. Also ich finde, ich persönlich werde so privat so von Kollegen so öfter gehatet, dass ich Haaland feiere und so. Aber ich finde, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen und bei ihm ist halt auch so mehr Charakter. Aber ich muss sagen, der Song war jetzt nicht so gut, dass man dass es so krass war. Aber gut, jeder hat ja seine Meinung. Du erfüllst immer jedes Attribut. Er hat Plot-Armor. Plot-Armor. Danke, Haaland. Plot-Armor ist crazy. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber warum? Weil ich sowas noch nie von dir gehört habe. Weil ich habe auch, ja, ich stimmt. Um ehrlich zu sein, nicht ganz viel jetzt von dir gehört, aber ich bin überrascht ein bisschen. Du hast dich ein bisschen ausprobiert, oder? Ja, Bruder, ich habe gesagt, ich bin hier, um zu zeigen, wie viel. Probierst dich so ein bisschen aus gerade, gell? Ist aber auch nicht falsch, Bruder, ist aber auch nicht falsch. So ein bisschen andere Sounds. Weil stellt euch vor, Chat, der hätte jetzt wieder einen Song gebracht, der so nach vorne geht. Und dann, weißt du, hätten die Leute auch gesagt, immer dasselbe und so. Deswegen ist ja auch nicht verkehrt. Vielleicht gibt's ja, es gibt ja auch Leute, die das abgeholt hat, ne? Und das hat man auch ein bisschen rausgehört, finde ich. Aber trotzdem, was rund, allem, ist halt Geschmackssache. Weißt du, was ich meine? Aber ich fand's trotzdem cool, Bruder. Dankeschön, Haaland. Bro, ich fand die Lyrics cool. Ich fand den Vibe vom Song richtig nice. Obwohl ich sagen muss, ich wusste nicht, was das Original war. Ich auch nicht. So. Oder der ist von DTF und PNN. DTF hat man rausgehört. Guter Call. Ja, ich. Wie Sammy auch sagt, so in der Gruppe mit den Songs, es wird schwer. Es wird eng. Ja, aber trotzdem hast du gut gemacht. Ich fand's auch nice, was Persönliches von dir zu hören. Ein bisschen Deep und Shit und so weiter. Safe. Geil, stark. Du bist ein Star, Haaland, Digga. Safe, ehrlich. Safe. Dankeschön. Lass einmal den nächsten holen. Ammo, bitte. Ammo! Ammos, Chat, für mich underrated, Bruder. Ammos. Bis jetzt, Ammo, ich fand sein Part of Champions League krank. Ich fand alles flauschig, geisteskrank. Also, Bruder, Ammos, jetzt bin ich sehr, sehr, ich erwarte auch viel, Chat. Ist das wieder DTF, Chat? Bagage voll mit Dallas, da hab Grillplatten, Lamm, Fleisch und Granat. Will auf Number, Wahat, wie Santander. Yalla, Motherfucker, bin heute da und schmeiß ein Anker. Zombie bin da, doch ich bin da. Holly Twizzler macht uns Afka. Schon als Kinder, Tourette-Syndrom. Heute macht es hart, zu dem MO anerkannt. Ich geb es zu, dass ich heute noch in einem VW abfahr. Will es im Blut, ach ihr dafür sehr bald schon rollen in einem VA. Achla Habaneros, Karamellhaut, Farbe und kein Makiage. Babyblau, das Bassa-Trikot, wie David Villa. Irgendwie Ding, ein bisschen Streit mit diesem Mikrofon, kann das sein? Er war ein bisschen Streit. Nein, richtig so rein. Aber ich sag, ich feier Todes, Bruder. Also ich feier grad schon. Er hat auch diese Faxen so ein bisschen, aber ich feier das bei diese Performance und so. Das finde ich gut.
undercover, kann er, kann er, my umbrella. Puff, puff on the umbrella. Puff, puff on the umbrella. Puff, puff, motherfucker, hasch rat auf undercover, kann er, kann er, my umbrella. Ja, Ammo hat mich, ich sag, Ammo hat mich bis jetzt nicht enttäuscht, Bruder. Ich sag dir ehrlich, er hat mich nicht enttäuscht. Ich hab gute Laune bekommen, Bruder. Er ist reingegangen wieder mit seiner Stimme. Ich muss, also ich muss sagen, ich feier Ammo einfach. Ich feier Ammo. Ist jetzt wahrscheinlich kein Song, Bruder, den ich jetzt in Playlist packe. So für mich einfach, persönlich. Da fand ich zum Beispiel Alles Flauschig so ein bisschen geiler. Und auch so für meinen Geschmack, so habe ich auch privat sehr gerne gehört. Aber ich finde jetzt hier hat er einen guten Job gemacht, Bruder. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht. Aber bis jetzt, wenn wir die Gruppe so bewerten, waren bis jetzt für mich Brelo und Kauter noch ein bisschen krasser. Und jetzt muss Aimen, Bruder. Willst du was sagen, OG? Auf jeden Fall, mein Bruder, ich fand's geil, ich fand's rund. Das, du hast ein geiles Sample gewählt, du hast auch ganz, ganz, ganz schlau umgesetzt, finde ich, Bruder. Ey, Chad, was war das Sample? Was war denn das Sample? Ich kenne mich leider nicht so genau aus mit den Dingen. Also mit so, ich glaube, es war französisch ein bisschen mehr. Alle gleich noch. Jawoll, Digga. Amo, für mich warst du heute der Beste. Umbrella? Rihanna Umbrella? Hä, aber ich meine jetzt im Beat das Sample, weißt du? Hä, ich glaube, ich habe das null raus. Nein, nein, das ist ja, nein, nein, ganz kurz, Chad. Ich meine, nein, nein, warte mal ganz kurz. Atmet mal, atmet mal, atmet mal, ey, Klugscheißer. Das Ding ist, ich rede doch vom Beat. Er hat ja, dass er Umbrella, den Text und so, ich weiß. Weißt du, was ein Sample ist? Nein, ich bin behindert. Beat war vielleicht kein Sample, Bro. Ja, und danach gehe ich ja, Freunde. Ich gehe doch danach, dass eigentlich der Beat gesampelt wird und nicht, keine Ahnung, Umbrella jetzt gecovert wird. Aufgabe ist Cover, nicht Sample. War Aufgabe Cover oder Sample, Chad? Cover? Boah, ich habe die ganze Bruder, ich bin die ganze Zeit nach Samplen gedacht. Ich hab die ganze Zeit nach Samplen gedacht, Bruder. Okay, passt. Ehrlich zu sein. Weitermachen. Das geglänzt. Das war dein Song, mein Bruder. Ja, ich dachte Sample. Super Leistung. Ich erinnere mich immer wieder an die erste Folge zurück, ja. Und das ist einfach unglaublich. Ehrlich. Ich verbinde sehr viel damit, Digga. Ammo, super. Ich glaube, der meint noch am Anfang Samplen. Bist doch behindert. Nee, nee, am Ende des Tages ist es ja Ding. Dachte ich, hab ich ja nach dem Sample gefragt und nicht nach dem Cover. Ja, Ammo, nicer, stabiler, okay. Runder Song auf jeden Fall. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr von dem eigentlichen Sample oder von dem eigentlichen originalen Song noch ein bisschen mehr gewünscht. Ja, genau, genau, guck. Gewünscht, was war nur die Pre-Hook, glaube ich. Aber die Hook war dementsprechend aber trotzdem auch viel stärker irgendwie und auch mutig, dass du in die Hook so Double Time reinpackst und so. Sehr frisches, bisschen neu so. Deswegen nice, Bruder, auf jeden Fall. Geil, Ammo. Geil, ja. Gut abgeliefert. Warte, ich muss meine Brille ausziehen, ich höre nichts. Also wie es zu meinem Cover kam, ich wollte einfach ein bisschen mixen, ja. Etwas bisschen so von Qatar reinmachen, etwas von Rihanna reinmachen. Qatar? Und so steht Ammo, weißt du? Crazy. Ja, Mann. Und ich bin ein Kiffer. Hä? Wie stolz. Wie stolz. Ey, schau das Ammo, Bruder. Ich halte mich fern davon. Ihr solltet das auch tun, aber wie stolz. Ich bin ein Kiffer. Ich kiffe am Tag ungefähr pipapo 17 Joints. Was? Warte mal ganz kurz. 17 Joints an einem Tag? Und jetzt kommt Daniel Slump. A? Wie teuer. Bruder, was kostet denn so ein Joint und so? Er verarscht? Ich glaube, er verarscht Dicke. Nein, ich sag, der verarscht, Chat, Bruder. Weil wenn er 17 Joints am Tag raucht, dann hat er schon am Abend einen gedreht für den nächsten Morgen, Bruder. Und wacht auf und im Bett raucht er einen, Bruder. Nein, nein. Nein, nein, der übertreibt. Aber Finger weg von Drogen. Der muss übertreiben, never. Ein Joint sind 0,7 Gramm, du kleiner Junkie. Du kleiner Junkie. Dankeschön. Dass du das genau weißt. Allah Amen! Habibi Amen, ey. Amen, mein Favorite. Bleibt mein Platz 1 für mich persönlich. Plus der Song mit Chelo Abdi. Boah. Fand ich behindert. Oh, Moves the Ding. Auch man hört Sample direkt. Ist gut. I'll take you to the moon, I know you. Komm, zeig mir deine Moves, I show you. Ich hab Break Boost im Becher. Ich hab Break Boost im Becher. Ich hab Break Goose im Becher. Gaun, Bubu, die Nacht ist jung. Hellwach, nein, könne kein Schlaf. Roter Himmel, guck, wir kiffen uns dumm. Wenn die Sterne fallen, Bruder, sind wir immer noch wach. Go dance, put money, top of the Benz. Oh, vergessen das damals, weil gestern das war mal. Baby, mach genauso weiter, schau dir zu. Wir sehen uns nicht das letzte Mal.
Ey, Bruder, korrigiert mich. Ich sag, wie es ist, ne? Ich sag, wie es ist. Bruder, auf den Song hätte behindert Nemo drauf gepasst, so vom Vibe und von diesem Beat und so. Und auch einfach, weil ich finde, Eminem und Nemo matchen halt Todes so mit dem, was sie machen. Ich finde dieses. Also ich muss aber sagen, dieses Grey Goose, dieses so in der Hook, dieses Ding, das hat mich ein bisschen gestört bis jetzt. Keep getting balls up, mein Kopf geht round and round. I'll take you to the moon, I know you. Komm, zeig mir deine Moves, I show you. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich nehme noch 1, 2, 3, 4 Bad Bunnies mit in meinem Bett. Und Minimum 5, 6, 7, 8 warten in der Lobby, wollen Sex. Mein Leben, ein Movie. Und Minimum 5, 6, 7, 8 warten in der Lobby, wollen Sex. Mein Leben, ein Movie. Gib mir 6 Raps, bitte noch mehr. Gib den Kellner einen Fufi. Bevor er sich heute beschwert, fahren nach zur Stadt. Mein Bruder gibt Gas, nein, wir halten nicht an. Sitz hinten im Benz, danach ab in die Suite. Ich hab keinen Empfang. Wir tanzen auf J.Jo, Baby. Kein Ende, nein, keine Pause. Pop Handy ins Glas, gib keinen Boss ab. Mein Kopf geht round and round. I'll take you to the moon, I know you. Komm, zeig mir deine Moves, I show you. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Ich hab Grey Goose im Becher. Nee, okay, ich muss sagen, dieses Grey Goo, das stört mich doch nicht mehr. Ich hab's gerade nochmal gehört und sehr geil. Ich muss sagen, Bruder, Eamon hat dick wieder abgeliefert. Da merkt man halt auch, er kann auch Solo, Bruder, weißt du so. Ich finde auch so von der Aufgabe, von der Challenge her, hat er es echt sehr geil gemacht, weil er hat das Sample dick drinne. Er hat so auch das, wenn wir sagen, das Cover dicke drinne, so mäßig, diese Hook und so. Finde ich hart, Bruder. Nein. Also für mich sind Kauter und Breel haben diese Runde auseinandergenommen und das finde ich in der Gruppenkonstellation sehr, sehr stark. Also wirklich, Kauter und Breel haben sich für mich dick bewiesen. Stabil, Bruder. Boah, ey, ich sag dir ehrlich, mir fällt es so schwer, weil so in meinem Kopf ist es ja, ich muss ja irgendwie, weil zwei gehen raus, also zwei sind die Verlierer in dieser Gruppe und ich muss irgendwie in meinem Kopf eine Tabelle finden, welcher Song auf welchem Platz ist, aber das ist so schwer, Bruder. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Bruder. Ey, ich glaube, bei euch müssen wir losen. Also ich finde auch, ich kann gar kein Urteil gerade so... Weiß für mich, du bist ich ein muss Star. Auf jeden Fall noch ein bisschen ja, überlegen. Wie du aussiehst, wie du dich bewegst, jeder einzelne Ton, den du ins Mikrofon spuckst, alles Star. Das stimmt, aber ich würde persönlich sagen, selbst wenn Eamon jetzt Rap LaRue nicht gewinnen würde, würde ich sagen, Eamon so mit derjenige, der, wo ich sage, der wird selbst wenn er nicht gewinnen würde oder wenn er gewinnt, ist er so für mich derjenige, der so am langlebigsten sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Vor allem halt auch der Song mit Chelo und Abdi, Bruder. Da fand ich auch, hat man gesehen, in welche Richtung er sich bewegt und ich finde, er passt richtig zu dieser 385-I-Richtung und so. Dieser Bruder, ich fand das mit Chelo Abdi so krass, ne? Maschinen ein Star. Checkst du, Cousin? Die Sterne wollen Fotos und diese mit Persönlichkeit, dir. So, ja. Checkst du, Cousin? Was anderes kann ich nicht sagen, Bruder. Dankeschön. Super Performance, wie jeder andere auch. Ja, so Dankeschön. Eigene Charakter und so. Ist geil, feier ich. Stabil! Boah, schlimm, ja. Ich hab gekotzt, mir war schlecht, Fieber. Tschüss. Alles. Aber jetzt bin ich topfit, Männer. Jetzt geht's wieder. Geil. Ja, ist scheiße, jetzt mit Leuten in einem Battle zu stehen, die ich mag. So. Aber so ist das in diesem Contest. Contest? Kontext? Kompress? Wie heißt das? Wie heißt das? Abdul. Contest zu stehen. Walla, war wieder falsch. Contest. Contest. Okay, catch, neu. Ja, ist scheiße mit Leuten, die ich mag in einem. Ey, verdammte Scheiße. Einfach nicht schneiden. Einfach so lassen. Sibbi. Contest. Contest. Aber so ist der Content. Contest. So ist der Contest. Bei euch haben wir uns sehr schwer getan, weil jeder Song war auf seine Art und Weise perfekt. Ihr habt die Challenge perfekt umgesetzt. Und das gebührt erstmal ein bisschen Applaus, weil... Ja, yeah, muss sagen, die haben echt super gemacht. Jeder einzelne von euch war krass. Haben super gemacht. Sache ist, wir brauchen zwei Leute, die aus dieser Gruppe in ein Battle gehen. Und ich wollte euch fragen, gibt es Freiwillige, die sich vielleicht melden würden und sich für die Gruppe opfern?
Ansonsten müssen wir eine Entscheidung fällen. Ich gehe. Wie männlich! Wie männlich! Digga, ohne zu zögern. Dick, boah, stark. Guck mal, Chat, ich glaube, wisst ihr, warum er raus ist? Ich glaube, Bruder, er weiß. Ey, einmal Aura in den Chat, Bruder. Das war gerade Aura, Bruder. Das war gerade dick Aura, wirklich. Ey, ich glaube, er weiß auch, Bruder, dass er halt auch nächste Runde, glaube ich, dann nochmal vorbeizieht. Stabil. Ich glaube. Haaland, stabil. Ah, was? Respekt an euch. Haaland auch? Du musst weg, oder was? Das werden die gleich erfahren. Scheiße, ja. Großen Respekt an euch. Ihr habt euch für eure Gruppe... wie männlich? ...Gruppe geopfert. Ich möchte die anderen bitte nach hinten bitten. Und mit euch beiden noch kurz reden. Ich glaube, Chat, und ich hoffe es, dass Haaland und Eamon einen Song machen müssen gegen die zwei aus der anderen Gruppe. Ich hoffe so. Ihr beide werdet natürlich nicht gegeneinander antreten, weil ihr aus einer Gruppe kommt. Ja, Baba, wichtig! Aber ihr seid sozusagen jetzt die Verlierer dieser Challenge und müsst in einem 1 gegen 1 gegen die Gegnergruppe. 1 gegen 1? Achso, also denk, okay. Verlierer. Okay, ich check. Ich freue mich, bereitet euch so lange vor. Wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube an euch, ihr seid Soldaten mit super Songs. Die Leistung, eure Leistung war mega. Ihr seid nicht rausgeflogen, sondern ihr habt euch geopfert. Ja? Danke dafür. Kennst du dich, tust du, als würde ich Lachgas nicht kennen? Bruder, ich finde das auch, ich muss sagen, clever von Sammy, dass er schon Songs geleakt hat, weil ich persönlich warte die ganze Zeit auf Lachgas und ihre Devise, Bruder. Ich höre die Songs auf TikTok immer. Ey, ich sage, wie es ist, ich finde das so schlau. Ich warte jede Folge auf Lachgas und auf ihre Devise, Bruder. Ich glaube, es kommt was Böses an. Und Lahane von J.U. So schlau. Oder wie groß ist die zweite Gruppe also? Seid ihr aufgeregt? Nein. Okay. Gibt 100%. Die erste Gruppe hat gerade abgerissen. Jeder Song war ein Brecher. Und ich bin mir sicher, jetzt kommen auch einige Brecher. Ich möchte den ersten bitten, nach vorne zu bleiben und der Rest einmal nach hinten wieder zu gehen. Okay. Okay, Nuhat. Let's go, Nuhat. Welcher Ding ist das nochmal? Warte. Lieb mich, hass mich, aber bitte sag nicht, dass ich ein Monster wäre und du von mir Angst kriegst. Guck, ich laufe, weil ich dich brauche, fühle ich mich leer, nur bei dir war ich zu Hause. Da suche ich schon so lange nach dir, aber du bist wieder bei mir. LOL! Michael Jackson? Ich wollte dich nicht verlieren, Digga, was ich du die Zeit trage. Ich suche schon so lang nach dir, aber du bist wieder weit weg. Du warst nicht in mein Bezirk, für dich ist das hier wie White West. Unser Streit hält die Nachbarschaft wach. Das ist der Grund, warum dein Papa mich hasst. So viele Jahre auf der Straße verbracht. Du sagtest immer, dass ich dich zum Wahnsinnig mach. Und trotzdem hast du jedes Mal auf mich gewartet bis nachts. Jetzt fragst du mich nicht mehr, warum Jackie in meinem Glas ist. Vielleicht, weil es dir egal ist oder ein Neuer deinem Namen ist. Ein Leben lang am Block, guck, wir drehen unsere Runden. Dein Lächeln gab mir das, was mir gefehlt hat hier unten. Lieb mich, hass mich, aber bitte sag nicht, dass ich einmal... Also, er hat einfach, Chat, er hat einfach Michael Jackson gesampelt, Ding. Na, 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 really about us. Na, na, they don't really care about us. Ich muss sagen, guck mal, Chat, wenn ich diese Musik höre hier bei Rap La Rue, das auch, dass die Leute es checken. Ich bewerte das auch, also ich lasse mich ja drauf ein, das ist ja... Ich versetze mich ja so in diese Ziele. Gruppe, die auch genau sowas hört, ich ja auch ab und zu so, also ich höre ja auch Sachen von Rappler privat, die mich auch sehr ansprechen. Das ist zum Beispiel jetzt auch wieder was, wo ich sage, würde ich jetzt privat nicht hören, aber den Sound, den er fährt, der würde sehr, sehr viele Leute abholen, die genau sowas hören und ich finde es auch, also finde es auch gut, was er macht. Monster wär und du von mir Angst kriegst, guck, ich laufe, weil ich mich brauche, fühle ich mich leer, nur bei dir war ich zu Hause da. Suche schon so lang nach dir, aber du bist wieder weit weg. Ich find's krass. Ich wollte dich nicht verlieren, Nigga, was ich du die Zeit lang. Ich suche schon so lang nach dir, aber du bist wieder weit weg. Du warst nicht in meinem Bezirk, für dich ist das hier wie White West. Du weißt gar nichts, deshalb sag ich, dass du bleibst. Jungs von der Straße schlafen abends nicht mehr ein. Zeig keinem deine Narben, sie schaden dir nur Blei.
lebe auf Distanz, ich fühl mich seit Jahren schon allein. Oh. Oh, Gänsehaut! Ja. Gänsehaut! Ja, sehr, sehr stark. Keine Sau, Alter. Dankeschön. Bruder, ich kann nur sagen, ich sag dir ganz ehrlich, für mich war das heute der beste Song, finde ich. Oha, echt? Der beste Song? Krass. Aber guck, Chat, das ist Geschmackssache. Der eine fühlt das, der andere fühlt das. Ich muss sagen, ich finde es dafür, dass er auch Michael Jackson jetzt gecovert hatte, finde ich das sehr, also finde ich es gut. Das war für mich heute allgemein Song, der beste Song. Bruder, super und das Song. Nicht an Michael Jackson rantraut. Ja, ja, Bro. Sehr mutig. Wachs, Bruder. Sehr mutig. Und trotzdem nicht untergegangen bist, Bruder. Ja, Mann. Sehr, sehr, krass. Sehr, sehr stark, Bruder. Sehr Bruder, stark. Du hast so perfekten Satz gebracht gerade, dass du dich wirklich an diesen Song getraut hast, Digga, und ihn so cool umgesetzt hast. Nuhat, vollsten Respekt, Challenge bestens bestanden. 10 von 10. Sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Also Michael Jackson Cover ist sehr mutig, Mann. Okay, wir bitten den nächsten Mal rein, bitte. Let's go. Aber Chat, bis jetzt finde ich die Folge richtig geil, Alter. Wir kriegen hier richtig Songs auf die, also einfach Songs und so. Und es macht richtig Spaß schon wieder. Weil ich gucke das aber auch mit euch zusammen, deswegen bockt das auch so. J.U. Habibi J.U. Ich will dieses Lahenche, dieses... Dieses Leben wie La N, das ist, Bruder, ich will das schon die ganze Zeit. Kommt das? Kommt das? Mann! Ey, Bruder, Sammy fuckt ab. Bruder, die fucken ab. Die leaken Songs, die kommen nicht dran, Junge. Mann! Scheiße, Bruder. Ist wieder dieser Autoreifenhasch oder was ist das, Bruder? Autoreifenhasch. Bra, ich puff die Garros, häng im Batiment. Frau auf Under Armour im Avignon. Avignon in die Belle Etage. Bra, ich Leute grün, ist so wie Steffi Graf. Wesh, wesh. Panama Kusch, ich hab beste Ware. Direkt von Hood Tony Senderstraße. Mit 16 Jahren hatte ich schlechte Karten wegen Crack Apartments und Packs auf Waage. Advokat ist Rechtsvertreter. Offshore-Konto Marrakesch. Transfer Cash bis nach Marbella. Steuertribbling, La Cassette. Aue, aue, Augen sind glutrot. Aue, aue, Haschfarbe, du. Ich hab die Monstermische in meinem Longpape drin. Meine Sonntagskippe ist ein Cocktail-Spliff. Ich hab das Ganja, Ganja. Ah, Monster! Er hat Monster gesampelt. Crazy. Also Bruder, ich fand den Einstieg Baba, ich sag ehrlich. Ich finde J.U., wenn er einsteigt, immer, Bruder, ich finde, es kommt immer so, ich weiß nicht, der macht das echt stark, Bruder. Im Batimor, denn sie weiß, dass ich tick, ich smoke das Ganja aus Tanja. Die Augen rot, doch die Seiten sind frisch. Bruder, ich puff die Garros, häng im Siebensitzer. Frag die Maux, ich bin krisensicher. Brandloch im Fliegengitter, vom Underdog auf Titelbilder. Mein Young G macht klein klein weg, ey. FK Dress, kein Necktag, ey. Ich hab Pakete, US im Trainer. Hinter mir Guarda Civil, alle on my Telefon. Oder er ist so stark! Er ist so stark, Bruder! Willkommen im Batimon. Aue, aue, ich bin dein Grasdealer. Aue, aue, Aschisch ist Sativa. Ich hab die Monstermische in meinem Longpad drin, meine Sonntagskippe ist ein Cocktail-Spliff. Ich hab das Ganja, Ganja im Batimor, denn sie weiß, dass ich tick, ich smoke das Ganja aus Tanja. Die Augen rot, doch die Seiten sind frisch. Ich hab das Ganja, Ganja im Batimor, denn sie weiß, dass ich tick, ich smoke das Ganja. Ich finde, er hat's auch, guck mal, Chat, wir müssen ja auch mit der Challenge bewerten. Er hat's echt geil gemacht, Bruder. Ich finde, er hat's echt geil gemacht, Bruder. Mit Monster auch noch? Wie kommt man darauf, Bruder? Feier ich. Ich find's super, Bruder. Seiten sind frisch, Flowfehler, Bruder, Flowfehler. Warte kurz. Nein. Also, ich habe keine Flowfehler gehört. Nee, diesmal keine Flowfehler. Diesmal keine Flowfehler. Aber ich muss sagen, der Song ist halt so, entweder man liebt den Style, so, man findet es entertainend, oder man findet es nervig. Danke, Opel Max. Es ist halt so ein bisschen Comedy auch so. Aber du bist, glaube ich, auch so ein Typ, deswegen, das passt gut zu dir auf jeden Fall. Nicht mein persönlicher Geschmack, aber an sich sehr, sehr rund gemacht auf jeden Fall. Ich mag den Song, Bruder. Ich finde rap-technisch ist J.U. schon sehr, sehr gut dabei, Bruder, muss ich sagen. Also rap-technisch ist J.U. schon sehr gut, finde ich. Song ist ein guter Song, eine geile Hook hat's so drinne gehabt, so. War super, J.U. Der geht so rein, Bruder, man ist schon, bockt schon. Ehrlich. Comedy-Rap. Nicht auch so. Comedy ist crazy.
Das ist jetzt nicht meins, weißt du, was ich meine? Aber Bruder, die Gucke hat mich trotzdem mitgerissen. Cool, das ist, cool, ich weiß, cool, ich gerissen, weißt. War cool, Bruder. Danke. Ja, Bruder. Riesensicher. Fliegen Gitter. Seine Flow ist echt geil, aber lyrisch geht viel besser. Das kannst du eigentlich so gut wie auf jeden beziehen, Bruder. Ich finde, ich höre deren Musik, also von Rap Lauri, ich höre die Musik nicht wegen den Lyrics, muss ich sagen. Genau. Und ich fand J.U. lyrisch auch nicht schlecht. Also ich finde ihn auch lyrisch gut, so mit einer der interessantesten. Ah, Kamele! Einmal Gio nach vorne, bitte. Gio Montana, Sabi. Oha. Das ist so ein YouTube, kennt ihr noch so damals diese Hintergrundmusik von YouTube, so, der, so ein Type-Beat, wirst du das gefühlt. Feuer ich. Gio Montana, Sahabi. Sahabi. Oh. Katastrophe, jeder muss die Euros verdienen. Say my name, say my name. Weißt du, hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding, mach mein Ding. Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedienen. Katastrophe, Katastrophe, jeder muss die Euros verdienen. Mies stark. Ich find's, Bruder, ich find's mies gut. Bruder, ich find das überstark. Also, so der Vibe, seine Stimme, ich find das voll gut, Bruder. Auch so was anderes, so ein bisschen als die anderen Songs, die wir gehört. Und ich finde, es passt auch irgendwie so ein bisschen zu Gio, dieser Style gerade. Mies gut. Guck mal, ich sag ja ehrlich, Chat, Gio war jetzt nicht die ganze Zeit so auf meinem Zettel, sag ich ehrlich. Aber das, ich hab so erst gecheckt, ab alles flauschig, fand ich sein Part richtig geil. Und jetzt hier, boah. Say my name, weißt du hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding, Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedienen. Auch Tornado, mische Ex, reden dein Gewissen ein. Damit Wissen bleibt, treuer das Verbissenheit. Sei nicht dumm, Junge, was bringt dir schon ein bisschen Hype? Keine Unterhaltung, pro 7 Winterscheid. Geldmacher setzen ihre Messlatte hoch. Oder tschüss! Über Western Union. Al Capone war für viele Idol, weil die Straße ist kein Spiel, so wie Activision. Ganova in Markenpullover, Batzen im Sofa, reichlicher Vorrat. Lange Strecken, ich muss tanken bei Total, auf Flucht in einem schwarzen Toyota. Katastrophe, Katastrophe, jeder muss hier eures verdienen. Say my name, weißt. Ey, das hat richtig, einer hat's in den Chat geschrieben, so Ratar, einer schreibt Ratar-Vibes, ne, so ein bisschen. Bruder, ich finde, er macht das richtig gut. Einer schreibt Beat carried, ich finde, nein, Beat ist geil, aber ich finde, er setzt das voll gut um, Bruder. Also wirklich, wow. Also heute, schockier mich so, nicht schockieren, aber kriege ich so einen besseren, positiveren Eindruck von den Leuten, die ich eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte, als von denen, die ich immer auch gefeiert habe, wisst ihr? Du hast dich in Gio verliebt, mach mein Ding, Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedienen. Auf ihrer durch Vakuumisierer. Händler Martina wie Nate Dogg in Viva. Entweder Rap oder Geld, ein Kassierer. Du bist für die Tonne so wie ein Wegrasierer. Lele, pack Lamus, knete hell, so wie Babybell. Patrouillierfahrten aus den Boxen, Pop Many Men. Bester Newcomer aus Deutschland, so wie Bellingham. Nein, der Beat carried nicht stark. Gib doch einfach Hack, Freunde. Verkauf an Kunden über Ayelde Sepitel. Gassen Ganova in Markenpullover. Batzen im Sofa, reichlicher Vorrat. Lange Strecken, ich muss tanken bei Total auf Flucht. In einem schwarzen Toyota. Katastrophe, Katastrophe, jeder muss hier eures verdienen. Say my name, weißt du hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding, mach mein Ding. Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedienen. Katastrophe, Katastrophe, jeder muss hier eures verdienen. Say my name, weißt du hast dich in Gio verliebt. Mach mein Ding, mach mein Ding. Gefühle sind ciao, so wie Lidocain. Ich rap von Haschplattenteller, riesengroßen Ella, Liegestütz und Kunden bedienen. Also Bruder, ihr merkt, ich hab auch direkt den Text drauf gehabt, ne? Ich fühl's richtig, Bruder. Sehr, sehr geil, ich fühl's toll. Geil, Gio, Digga. Sehr geil. Super. Sehr stark, sehr stark.
Ich sag dir ganz ehrlich, mein Bruder, du hast wieder alles getoppt. Bruder, das war heute mein Lieblingssong, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich, das war auch mein Geschmack. Weißt du, was ich meine? Deswegen, Bruder, für mich war das top, Bruder. Top, top, top. Bruder, jetzt sehr sympathisch, gute Laune direkt. Man will direkt tanzen, man will abgehen, so, weißt du? Klingt wie ein Outro-Song von einem Film, ja, ne? Fan, deswegen, ich war ein bisschen kritisch, aber das war super, Bruder. Gio Baba, Miliki! Jawohl, Walla, sehr stark. Sehr schön gemacht. Heide, mach zurück, Cousin. Heide. War ein guter Song, Bruder. Danke. Geil. Bruder, die Location ist brachial, Bruder. So geil. Bruder, ich bin ein riesengroßer Nate Dogg-Fan, schon so seit klein auf. Und ich musste nicht lange nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist natürlich traurig, dass jetzt wieder vier Jungs von uns battlen müssen. Aber Jungs, der Druck steigt hier von Tag zu Tag und es wird immer enger und irgendwann muss jeder gegen jeden betteln. Also von daher ab jetzt nur noch Glanzleistung. Wir bitten einmal Hamdi nach vorne, bitte. Hamdi hat mich letzte Folge sehr positiv überrascht. Jetzt bin ich mal gespannt mit Ding, ne? Oh, warte mal, wie heißt das Sample nochmal, Ding? Ich mache hier gerade richtig diesen Tubo so. Warte, was ist das für ein Sample? Mariah Carey, I wanna think about you. Wieder Nate Dogg, ne? Ja, Tubo für Arme. Lonzo Ball, der Lonzo Ball Beat, stark. Haben die 5-2, hör gut zu, Bruder. Es kommt der Kanake mit Racksuit, wieder Attacke im Brennpunkt. Ich bin der Star in meiner City, jeder Pisser erkennt uns. Es wird kälter, wenn ich wieder durch die langen Felder Gossen lauf. Komm von zwei Zimmerwohnungen und kein Doppelhaus. Rollentausch nachts, kommen 100 Mann. Mamas Sohn wird Bandit bei spätem Sonnenuntergang. Und langsam wird es klar, gute Absichten verlassen uns. Die falschen Leute fliegen hoch, vergessen dann den Landepunkt. Merkt ihr meinen Nachnamen, ich sorg für Skandale. Haben die 5-2 ist MVP, so wie Charles Barkley. Jungs so wie Schakale, hängen in der Seitengasse. Gehen kaputt, weil die sich von dem Teufel wieder leiten lassen. Damals war alles anders, wow. Ich wollte den Blick in meinem Barrio. Holte Jungs von der Straße, wurden später zu Banditos. Dämonen wieder am Block, Neuner im Rücken wie Nazario. Hamdi geht den Weg wie Kalito. Schoki, kommst du auch? Sag mir, kommst du? Der Stecker ein, yeah. Steig ein. Wow, steig ein, yeah. Oder er hat sehr starke Vocals, Bruder, wow. Steig ein. Beat von Nathaniel Dwayne, shoot wie Gabriel J. Schokis fahren runter und klären Albanian Haze. Ich mach alles für die Fan, da gibt es kein Pardon. Mama, sorry dafür, but this is the life I chose. Ich bin ein Hustler, so hat's mein Vater mir beigebracht. Sag, was taten wir nicht, nur damit ich ein paar Scheine mach. Doch leider ließ uns unser Schicksal damals keine Wahl. Entweder als Star oder Ende bald im Leichensack. Es waren ja einfach Mann und doch wenn's gerade schlecht aussieht, bring ich uns aus diesem Block hinein in eine Penthouse Suite. Pisser wollen an mich ran, sie schlafen noch. Und glaub mir, Pussy, I'm not a player, I crush a lot. Damals war alles anders. Wirf heute den Blick in meinen Barrio. Bruder, es ist wieder. Was ist denn das für eine krasse Folge, Bruder? What the fuck? Was ist denn das für eine geile Folge, Bruder? Aber Bruder, wirklich, ich. Guck mal, das Ding ist, weil es auch sehr oft angesprochen wird, achtet man auch ein bisschen mehr bei ihm auf die Performance. Aber ich muss auch sagen, Bruder, die ganze Zeit macht er den. Die ganze Zeit. Weiter zu Banditos. Wir wohnen wieder am Block. Neuner im Rücken wie Nazario. Hamdi geht den Weg wie Kalito. Schoki, kommst du auch? Sag mir, kommst du? Dann steig ein, yeah. Steig ein. Wow, steig ein, yeah. Steig ein. Ey, guck mal, überleg mal, wie wir am Anfang gesagt haben, hä, voll die unfaire Gruppe und so. Bruder, ich muss sagen, die Jungs hier, Bruder, ich finde, die liefern dicke ab, Bruder. Hamdi! Dankeschön. Super Song, Digga! Abaya! Bro, ich muss sagen, ich feiere den originalen Song sehr. Diese Superfly oder I'm Fly. Ich finde, du hast die Hook brachial gemacht. Ja, man Hook war Papa. Ich liebe es, wenn du singst. Deine Gesangsstimme ist wirklich krass. Ich finde aber leider, in den Rap-Parts habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ey, das ist zu voll und ich komme nicht hinterher, ich brauche mehr Pausen und so, weißt du, das war mir ein bisschen... Aber ich check sogar, was er meint. Ich fand es auch am Anfang so dieses, wo er so reingerappt hat, so reingegangen ist.
dachte ich mir so, okay, ein bisschen zu viel auf den, aber ich fand diese Hook, Bruder, wow. Zu hektisch, zu stressig manchmal, ja. Weißt du? Ich finde auch, also für das Sample hast du irgendwie eine Technik verwendet, Bruder, die irgendwie nicht so richtig gepasst hat, weißt du, was ich meine beim Rappen? Das war zu hektisch, Bruder, und halt nicht so das Nate Dogg, Bruder. Ja. Du musst ein locker bleiben, weißt du, was ich meine? Ja. Und du warst ein bisschen von Anfang an schon, das war schon gepresst ein bisschen. Habe ich auch erfahren, weißt du, was ich meine? So. Aber ich... Ey, ich muss aber sagen, auch Hack, Bruder, ich finde die Jury echt nice, ja. Die Hook hat aber geballert. Die Hook, oh, Hook hat geballert. Bruder, die Hook war, Bruder, die war geisteskrank, muss man sagen, Digga. Also ich hab's gefühlt, Bruder, der Einstieg vom zweiten Park, den habe ich auch gefühlt, diese Albania, Haze oder... Die, das war eine, genau, das war eine geile Line. Im ersten Part musste ich mich den Jungs anschließen, da war so ein bisschen, da habe ich mir gedacht, okay. Aber dann wurde es zu Hook wieder exklusiv. Und der alte Hamdi, so wie man ihn kennt, Digga, volle Power. Baba. Und deswegen Respekt, Hamdi. Hast du super gemacht, Bruder. Danke. Es gab keinen Performance-Hate. Vielen Dank, Bruder. Dankeschön. Das Gefühl in der Wüste ist auf jeden Fall krass. Also sowas habe ich echt selten gesehen. Ja. Das ist echt geil. Weil was ganz anderes für die Augen, ja. Ja, also ich habe mich von den ersten Battles erholt auf jeden Fall. Aber ich merke, ich werde krank. Seit heute. Oh, das ist mies. Was aber trotzdem nichts daran hindert, dass der Song einfach stark ist, den ich abliefern werde. Und ja, wir hoffen das Beste. Wir gehen mit einer starken Performance rein und gehen mit einer starken Performance raus. Berke nach vorne, bitte. Berke, jetzt bin ich gespannt. I won't deny it, I'm straight. Boah, crazy, also crazy auch, was die hier alle gehen, ne? Auch sehr, sehr krass, also diese richtige so 90s, ne? Boah, bin jetzt sehr gespannt. Berke ist jetzt, also wirklich so auf meiner, auch letzte Folge war jetzt nicht so, also bin mal gespannt, was er liefert. Bei Disco Scheiß, Allah. Berke, ein Neues. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer, Tacharia will mein Weed. Meine Biggie sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me, denn ich hab Eier. Ey, you don't wanna fuck with me. Schieb Kilos in Bayern, denn ich hab Eier. Tacharia will mein Weed. Meine Biggie sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Breakfast, Merchimic, aber Nase voller Schem. Keine Villa, will ins Casa de Papel. Ich tick 50 Dinger in einer halben Stunde schnell. Boah, sorry, Bruder! Mama, aber I'm a criminal, hä? Damar Flow, mein Bruder wurde erwischt, aber fick die Polizei, keine Silbe vor Gericht. Scheißegal, in welchem Viertel du bist. Boah. Ich bring dir das Gift, Papa Hase und Bricks, hä? Telefon am Rauschenwechsel sind von Debitel. Plackerplatten weicher machen, schmeckst auf Kalifell. Bruder, er geht ja behindert, hä? Hä, was ist denn das für eine Folge, Bruder? Ich sag ehrlich, ich hab von Berker jetzt nicht mal was Krasses erwartet. Ich finde, Bruder, der liefert hier mit am besten, also mit am einer der besten so rein, Bruder. Auch das Tupac-Sample, Bruder. What the fuck? Das geht ja geisteskrank rein. Zieh ich meine Neuner, seid ihr sicher, wird es brenzlig. Ja, du kennst mich, gib ein Kiki nach NL. Ich muss hassen für Mula. Vier Kanaken stürmen abends der Sula. Fick ne Chaya, die mir richtig gefällt. Keine Liebe, denn sie will an mein Geld. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer. Tacharia will mein Weed. Meine Biggie sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer. Tacharia will mein Weed. Meine Biggie sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Kilos in Bayern, denn ich hab Bayer. Tacharia will mein Weed. Meine Biggie sitzt immer noch tiefer. Ey, you don't wanna fuck with me. Ja, die Hook ist, die, ich muss sagen, der Rap-Part ging dicke rein. Hook ist jetzt nicht so mein Fall, also ist okay. Crazy. Stark! Crazy Tanz. Okay, stark! Warum nur ein Part? Bruder, das ist so mein Stil. Okay. Du bleibst nur ein Part. Kurz und knackig. Okay. Nicht schlecht. Okay, schönes Trikot. Also du wolltest wirklich nicht weitermachen. Es hat nicht damit zu tun, dass du keine Zeiten hast oder so, sondern du wolltest einfach nicht, Mutter. Einfach scheiß drauf. Danke. Du hast einfach ernst gemeint. Das wurde auch stark. Also, aber Respekt, Eier, Bruder. Bruder. Eier. Jeder kommt mit seinen Eier-Kugeln. Du hast da ein Battle gewonnen, Digga. Schön, ehrlich. Geil. Ja. Okay, Dankeschön, Berke. Super Song, Digga. Ja, super, super gut. Wir bitten einmal Ilo nach vorne, bitte. Ilo! Die Gasse. Let's go, Ilo. Ist die Zeit für Liebe, ha? Okay. Ich lieb dich, okay. Hey! Die Sonne ist direkt in dein Gesicht. Jetzt kommt wieder crazy Performance. Schufi, Bibi, in
mein Visage, kommst da niemals ran. Schick ein Hallo über Messer, hasch aus Niederland. Come on baby, dance with me. Aber not too much, hören heute Black Eyed Peas. Und ich ruf zum Tag, ich liebe dich, ma baby. Viele Nächte raubt ihr den Schlaf, mein Kopf ist dicht. So crazy, sie liebt meine Locken, doch kauft mein Haar. Oh madre mia, wisch deine Tränen weg, so was mach ich nie wieder. Oh madre mia, sag mir, kennst du den Haraga? Diese eine Placa holt mich hier noch raus. Was ist das nochmal? Mann, Digga, das ist immer dieses Ding. Welches Sample-Chat? Guter Riech für Sumbaklava. Ich kenn das. Wann geht für mich die blaue Lichter aus? Sie hat Liebe für Haraga. Ah, Carmen, Carmen. Ja, ja, Sido, Carmen. Stimmt, ja, Carmen. Stimmt. Digga, was ist das denn für ein... Ey, überleg mal, der Sample einfach Carmen von Sido, crazy. Haraga, ey. Sag, kennst du den Haraga, Raga, ey. Mach ich mein Baby verrückt. Leere die Bude und spring vom Balkon. Wein ich mein Baby, du kriegst es zurück. Leere Worte, viele Tränen und du spürst nichts mehr. Bunte Farben, willst nicht reden, wieso kommst du näher? Schrei nur Hallo. Hab kein Geld, doch lad dich ein zum Rendezvous. Mein Herz schreit jeden Tag, sag, wo bist du? Du, Baby, bim, bim, bim. Du, du, Baby, bim, bim. Ich lieb ich dich, ma Baby. Viele Nächte raubt ihr den Schlaf, mein Kopf ist dicht. So crazy, sie liebt meine Locken, doch kauft mein Haar. Oh madre mia, wisch deine Tränen weg, so was mach ich nie wieder. Oh madre mia, sag mir, kennst du den Haraga? Diese eine Placa holt mich hier noch raus. Guter Riech für Sumbaklava. Oder ich finde das dick stark. Der Vibe mit dieser Wüste, also ich finde hier gerade mit dem Song dieser Vibe, Bruder, wow. Das ist auch so ein Song, den könnte ich mir sogar im Radio vorstellen. Sie für mich die blauen Lichter aus. Sie hat Liebe für Haraga, Raga, ey. Sag, kennst du den Haraga, Raga, ey? Cool, cool. Er macht Orange Justice Fortnite-Tanz. Cool, cool. Geil, geil. Stimmt, Bruder, jetzt, ey, es ist im Showbusiness und Rap-Business, es ist ganz wichtig, auch die Fähigkeit zu haben, jemanden zum Lachen zu bringen und zum Lächeln zu bringen. Und jedes Mal, wenn du performst, Bruder, machst du das für mich. Ich krieg einfach gute Laune, Bruder. Und ich hab gar nicht mehr so. Der Song war nice, der Song war geil. Aber deine Performance, die holt mich immer da raus, was vielleicht negativ oder positiv sein kann. In diesem Fall 100% positiv. Ja, safe. Was stark. Passiert, wenn diese Mikrofon nicht da ist? Wenn ich ganz anderen Kopf. Ja. Bruder, ich finde, Bruder, es macht Spaß, dir zuzuschauen. Entertainer durch und durch, mein Bruder. Ja, feierlich. Der Song auch, dick Charakter. Auch schön, Bruder, Walla. Das hat zu dir gepasst. Das passt wirklich. Man glaubt es dir, Bruder. Man nimmt es dir komplett ab, Bruder. Und man lacht, man lächelt. Ich schwör, es macht richtig Spaß, Bruder. Walla. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Sehr stark. Und hier hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es war authentisch. Es war gut. Es war super. Ich bleib hier. Danke, Nico. Ich bleib hier. Ein Abo von meinem Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich hab Lob für meine Performance bekommen. Und ich denke, das ist eigentlich cool, weil die Leute werden erstmal die Performance geil finden und danach erst den Song verstehen. Deswegen müsst ihr den Song ein, zwei Mal hören. Mit Video, ohne Video. Und dann checkt ihr Ilo Haraga. Und wenn ihr Ilo. Ich glaube, er ist dick sympathisch auch privat. Haraga gecheckt habt, wird das euer Lieblingskünstler sein. Ja! Okay, wir haben uns beraten. Und okay, Chat, ich würde sagen, boah, das ist schwer. Ich fand, Hamdi kann drinne bleiben, Ilo kann drinne bleiben, Gio kann drinne bleiben, die drei fix. Und dann würde ich noch sagen, boah, jetzt wird's schwer, finde ich. Nur hat drin. Ich kann es nicht beurteilen. Wir waren uns wieder mal uneinig, erstmal. Ja, aber Hamdi Berghey, warum? Das ist auch nicht schlimm. Gerade jetzt Richtung Top 10. Ja, wir sind jetzt schon in der Top 11, glaube ich. Da kann man sich auch mal uneinig sein, weil ihr einfach alle geisteskranke Künstler seid, ja. Platz 1 heute geht an Nuhat. Nuhat, dankeschön. Crazy. Okay, krass. Platz 1 crazy. Kompletter Song,
Dankeschön, Bruder Herz. Ja. Er hat sich einfach abgehoben. Crazy. Und es war der rundeste Song. Wegen Michael Jackson? I don't know, keine Ahnung. Der Kandidat ist Berkay. Dir würde ich gerne einen Platz 2 geben, Bruder. Aber leider hast du es heute nicht geschafft in der Challenge. Ich hab's nicht gedacht. Ja, krass. Also, ich muss sagen, ich fand Berkay seinen Song, vor allem mit dem Tupac-Sample, fand ich eigentlich gut, hä? Ja, okay. Hab ich voll vergessen. Obwohl du Tunesien-Trikot anhattest, mein Bruder, mein Herz hat wehgetan. Alter, ja, Mann. Ja, du musst fair bleiben, Bruder. Du musst fair bleiben. Das war kein... Du konntest mich damit nicht beschäftigen. Und der nächste Kandidat... Ich glaube, als nächstes callen die Hamdi, Bruder. Weil ich glaube, J.U. fand ich noch mal einen Ticken besser. Hamdi dann... Ja, der das Schicksal teilt, ist Gio. Du teilst das Schicksal von Nuhat. Ja. Du darfst wieder zurück. Gio, save weiter. Muss. Gio war zu krass. Gio war dick krass. Sag mir, siehst du den Haraga? Auf geht's, renn jetzt. Ja. Geh. War ein super Song, war ein guter Song. Ich sag, Hamdi Berkay wird's. Boah, Jungs, jetzt wird's schwer, Cousin. Ruhig! Ruhig ist crazy. Eieiei. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Alle eure Namen sind gefallen. Es gab einmal die Zusammenstellung J.U. Berkay. Es gab einmal die Zusammenstellung Hamdi J.U. Ich war der Meinung, dass J.U. den schlechteren Song hatte und Hamdi den besseren. Aber meine Juroren haben genau andersrum entschieden. J.U., du darfst. Ach, crazy! Zurück. Hamdi, du musst ins Bett. Ja. Okay, Chat, dann wissen wir, glaube ich, wer diese Folge rausfliegt, aber wir hören trotzdem. Ihr beide tritt heute an. Haben die Berkay gegen Haaland und Amen, Bruder, jetzt bin ich crazy, crazy gespannt. Vielleicht überraschen die auch und die anderen Dinge, ne? Weil ich fand sogar diese Gruppe hier hat mich dick überrascht und dick abgeliefert. Die Daumen. Ihr habt es weit gebracht und vielleicht geht die Reise noch weiter, morgen in die Liebes-Challenge. Wir sehen uns gleich, Jungs. So Leute, ihr geht als 4 Verlierer aus diesem Battle hervor. Ihr müsst jetzt ins Battle nochmal ins Battle gehen. 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Ihr habt jetzt 2 Stunden. 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1, okay. Stunden Zeit, bereitet euch vor, bringt euren besten Song und ab geht's. Der Einzug in die Top 10. Ich dachte, es wäre 2 gegen 2, schade. Mann, Digga. Ich dachte 2 gegen 2, Bruder. Mann. Egal, mehr Songs als trotzdem bekannt. Willkommen zum Grand Finale der Challenge Desert Storm. Cover einen Song. Wir waren gestern Abend in der Wüste. Wie man sieht, ist heute ein neuer Tag. Und ich habe gestern einen Song performt. Hans Hamdi Zimmer einfach. Hamdi und Berkay wurden als Verlierer rausgewählt für diese Challenge. Haaland und Eamon haben sich freiwillig gestellt. Und heute geht es um den Einzug in die Top 9. Richtig. Es geht um den Einzug in die Top 9. Ihr trittet jetzt 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 an. Niemand ist sicher. Gibt 100%. Ja. OG wieder verschlafen. Ihr habt es bis hierhin geschafft. Und hoffentlich noch weiter. Let's go, wer fängt an? Hamdi, okay. Er war heute Zeilen aus der Seele für meine Jungs aus Langfeld. Er war Langfeld. Ah. Check. Hamdi 5-2. Hör gut zu, Bruder. Ah.
Es ist spät, du findest mich in den Gossen der Stadt. Gib mir die zweite Aspirin, weil ich Kopfschmerzen hab. Ich hab die Chance verpasst und wollte hoch zu dem Mond. Doch auf dem Weg nach oben kam ich von den Wolken herab. Die Schäden kollateral und alte Freunde wurden zu Asche. Ich hab das alles durch, du brauchst mir nicht auf cool machen. Für die Jacke von Moncler und Moose Knuckles findest du bei den Kleinen den Stoff in der Schultasche. Cool ist gut, geht es uns nicht gut. Die Sonne hat zum Bock keinen Platz. Alter! Abo! Abo! Zu viele Sorgen in dem Kopf meiner Mom. Aber bitte sag mir, wie lang seh ich nur Dealer in meinem Halle? Splitter in Trikot Milan, Semmel Mafale. Schon wieder in der Nacht, Parano. Siehst du Brüder landen im Karakol. Im Quartier. Rote Augen werden wach bei Nacht. Adrenalin, nein, ich hab keinen Schlaf. Wallah, Mama, desolier. Ich weiß es selber, dieser Weg ist so falsch. Stehe im Regen auf kaltem Asphalt. Wir sind gezwungen in der Dunja, muss für Patte krumme Dinger drehen. Die Antwort auf Probleme liegt voll beladen im Silver Case. Jahre ziehen vorbei, auf dem Boden liegt wieder frischer Schnee. Ich werde niemals dealen, rappe Zeilen in das Interface. Ist immer alleine, hab kein Deal. Bruder, wie er diesen Beat mitnimmt, seine Stimme so richtig. Man denkt wirklich, der muss Miete zahlen, Bruder, wirklich so. Ey, ich finde, er macht. Und dann noch mit der Hook, dieser Gesang. Also, Bruder, ich sage sogar, ich finde, das ist bis jetzt, haben die sein stärkster Song, Alter, krass. Deal und doch kein Manager, Gewitter um mich rum, es prasselt Regen auf das Fensterglas. Auch bei tausend Krisen, die wir haben bis zum letzten Tag, bleiben wir bereit und stehen stramm, wenn jemand Bälle macht. Bitte verzeih diese Wörter, die ich sprach, ja Mama, ich war verzweifelt, alleine auf der Straße gefangen und die Zeit zog vorbei, blieben jahrelang arm, doch ich ziehe uns hoch bis zum Panamera. Wir werden nie mehr frieren, oh Mama. Im Quartier, rote Augen werden wach bei Nacht. Adrenalin, nein, ich hab keinen Schlaf. Wallah, Mama, désolé. Ich weiß es selber, dieser Weg ist so falsch. Steh im Regen auf kaltem Asphalt. Stark, Chat. Sehr stark, Hack, Chat. W, wirklich, W ist in den Chat. Kriegt Hack, Digga, das war sehr stark. Aber ja. Dicke Hack. Bruder, Hamdi. Starker Song, man hat diesen Schmerz auf jeden Fall gefühlt, Bro. Ich fand deine Performance auf jeden Fall diesmal sehr nice. Weniger ist mehr, hast du gut umgesetzt auf jeden Fall. Der Song, ich glaube nicht, dass der Song mir wirklich krass im Ohr bleiben wird, aber du hast trotzdem so, du hast alles abgedeckt, was man abdecken möchte eigentlich. Ne? Du hast geile Bars, du hast Emotionen, du hast Melodien, schöne Stimme, Bruder. Sehr rund auf jeden Fall. Es fliegen zwei, Chat. Für mich, der Song ist eine 10 von 10. Baba. Der ist super. Krass. Super Song, ja. Sehr starker Song. Und du machst es den Leuten da hinten sehr, sehr, sehr schwer. Finde ich auch. Weil ich sag ehrlich, Hamdi, du bist ein super Künstler, Digga. Ja, Mann. Man kann so Performance, lassen wir mal weg. Da hast du ab und zu mal deine Schwächen. Aber musikalisch bist du immer on point, Digga. Baba. War ein guter Song. Geile Hook, geile Pre-Hook, geile Mellos, gute Reime. War alles super. Bitteschön. Sehr Baba, wirklich. Shoutouts. Der muss weiter erst, Baba. Bruder, den kennt man doch von Eamon. Den kennt man doch von Eamon. Von TikTok. Bruder, der ist Ende, vorbei, fertig. Bruder, der ist so hart jetzt. Bruder, oh mein Gott. Ey, auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War das, warte mal, war das von der Moon Season? Das war doch, war das von der Moon Season, Chat? Oh mein Gott, das war von der Moon Season, ne? Ey, das war so stark, Bruder. Das war, wir gehen rein. Das ist so stark, Bruder. Ich bunker grad zwei Kisten bei einer Schleier, fuck, sie hat sich schon verliebt und leider ist das nicht so gut für das Geschäft. Was red ich mir da ein, denn eigentlich bin ich doch selber daran schuld, weil ich hause jede Woche einmal weg. Schon damals auf dem Spielplatz war ich keiner dieser Kinder, den du kleiner Nuttensohn ganz bestimmt nicht spielen darfst. Bin echt wegen Sativa, geh du pennen, spiel mal FIFA, währenddessen bin ich draußen, sorg für wackelnde Kiefer. Deine Barbie auf meinen Schoß, fuck, ich fühl mich wie im Film. Meine Augen leuchten rot, schick die halbe Stadt auf Pillen. Erinnere mich an damals bei den Partys nie willkommen, aber war mir scheißegal, ich kletter über den Balkon. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augenrot wegen Sattler. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Bruder, dicht gemacht. Und deswegen, Bruder, ist für mich Eamon brüderlich. Bruder, für mich, er ist Top 1, Bruder. Ich finde das zu. Bruder, das hat so. Bruder, das hat einfach so, so ein Vibe. Ich weiß nicht, Bruder. Und ich hab schon, als ich das bei Moon Season gehört hab, Bruder, ich hab gesagt, der Kerl hat's drauf. Ich hab gesagt, ich schwöre, der Typ kann rappen, Bruder. Zu krass. Wir sind Buheli Haraga. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augenrot wegen Sattler. Den packe ich 0 Uhr in meine Playlist, Donnerstag, 100%.
ist aus der Stadt voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Harraga. Keine Frage, bin ich müde, ich bin einfach zu high. Ich wirf dir eine Kiste, mache Schnapp, als wären es zwei. Bei ja. Ist was anderes für einen Fehler, siehst du hier drei. Pädophile kriegen Küsschen und die Dealer gehen rein. Kleine Noten reden schlecht, weil diese Noten mich nicht kennen. Und diese Leute, die du Abi nennst, sind heimlich meine Fans. Du bist mal nur auf dein Cham, nach einer LG Pen. Du bist 4 Jahre älter, aber du. Also Bruder, guck mal Chat, ich setz meinen rechten Arm ins Feuer. Eamon wird in der Szene, in der er auftreten wird, also Deutschrap-technisch, so diese 385i-Richtung, Deutschrap-Richtung, wird der noch, glaube ich, so mit der. Und ich finde, das ist ein perfekter Beweis dafür, Bruder. Ey, das ist richtig, Bruder. Ich finde das so stark, wow. Mit deinem Cousin. Verrückt nach Parasahbi, weil ich es nie hatte. Wegen leeren Küchern griff ich dann seit früh schon in die Kasse. Depressiv in jungen Jahren, also gebe ich mir die Flasche. Versuch du doch mal zu lachen mit kein Cent in der Tasche. Also rein da, verdoppel meine Einnahmen. Paradoxes Leben, denn ich lüge, wenn ich heimkam. Ja, ja. Zweiter Stock, Mama am Beten, Tante, sie macht Couscous. Währenddessen pack ich ab, hey, Sash oder Kusch. Lass die City brennen, Buheli Haraga. Double Cup, Augenrot wegen Sattler. Grüß die Jungs aus der Stadt. Voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Harraga. Lass die City brennen, Buheli Harraga. Double Cup, Augenrot wegen Sattler. Grüß die Jungs aus der Stadt, voll auf Kaffa. Wir sind Buheli Harraga. Ich geb Hack, Bruder, ich geb Hack, Chat. Ich hau da auch eine Story, Bruder. Ich geb Hack, Bruder, wow. Ey, ich find das zu. Also, ich muss sagen, ich sag das in dieser Folge, habe ich das schon sehr oft gesagt, ne? Ich hab's in der Folge schon sehr oft gesagt, Chat. Aber für mich einer der besten Songs, Bruder. Wirklich in Rap-Laurie bis jetzt. Und für mich persönlich, Eamon sein stärkstes Ding bis jetzt, Bruder. Ich hab's schon bei der Moon-Season gehört. Ich fand das. Also, Bruder, wow. Eamon, Bruder, du überraschst mich jedes Mal, ne? Jedes Mal denke ich so, ah, okay, Eamon ist so ein Künstler, der macht nur diesen Style so. Und dann kommst du mit einem anderen Style und du schüttelst das so aus dem Ärmel, Bruder, als wäre das nix. Und du reißt komplett ab, so. Von der Beatwahl schon anzufangen, so. Einfach Oldschool-Beat gepickt, so. Aber fresh und modern drauf gerappt, so. Bisschen was erzählt, bisschen Punchlines, dies, das. Bro, du bist krass, Bruder. Das ist wirklich krass. Bruder, einer der wenigen, dessen Songs ich auch privat höre. Und das passiert ganz selten, Bruder. Dankeschön, Eamon. Haaland, Hadelan, Hade Haaland! Drück uns ein paar Elastikus, Habibi. Aus dem Ghetto, ein Bandit aus dem Ghetto. Durch Siedlung, Peugeot, Haaland, City, Samen, Tiki-Ta. Narkotik, Pump, Joel, Rapondit. Ah, krass, auch diese. Bleib ein Fuchs, anonym im Olympic. Masse, mon ami, Mare. Panenka, La Arena, Bolzer, Tricks, Taktik. Dribbel mich durch, fick ein Doppelpass. Kika, Ibra, Kadaba, Paris, Angel. Ja, aber du hast auch verloren! Von der Start, Officer, Wortgewand, lächeln und auch auf Wort. Mein Käfigplatz, Rainbow und Übersteiger, Blüten in Tüten, eins da in meinem Trainingspark, Sevilla. Pa-pa-pa-pa, Magazin schieße da Schuss, ein Treffer wie bei Haaland City. Cannabis-Deal, Placa bis Vicky, ich würde Afro-Sie, Champion Sie gegen die Guarda Civil. Willkommen im Bati, Checker, Deckung, Capri, Izzon. Ich finde den Part, wo er so hart reinrappt, Chat, zu stark. Ey, ich finde das bei Haaland, wenn er so hart reinrappt, auch so, fand ich richtig geil. Ich fand das Ding sehr, Bruder, fand ich geil. Bruder, nicht nur, weil es Haaland ist und ich ihn mag, Bruder, wirklich. Aber wirklich, ich finde es einfach echt, Bruder, es bockt. Ich finde das auch bei weitem besser als den Song davor. Bande organise. Ba-ba-ba, ba-ba-ba, Bande organise. Vom Massena, Ravimo, Bolta, Käfig, Bambino. Iba, Schacha, Ibra, Kadabra, Paris. Sina Ravimo, Bolta, Kevik, Bambino, Iba, Shaha, Ibra, Kadabra, Paris Saint-Germain. Wow! Crazy, sehr krass. Sehr, sehr krass. Wie gewohnt, in Topform, Bruder. Ja? Vorbereitung hier, du spielst eine super Saison, sag ich mal. Und ich bin echt stolz, weil jeder einzelne Song jetzt, ob Hamdi, Eamon oder du,
das erwarte ich so von der Top 11 bei Rap La Rue. Ja, alle, ihr seid einfach Stars, Gänsehaut, ich küsse eure Herzen, ich liebe diese Musik, ihr seid super. Was soll ich sagen, Bruder? Ich kann mich nur anschließen, auf jeden Fall. Du hast mir wirklich jedes Wort aus dem Mund genommen, weil ich, ja, ich hoffe alles. Alan, Bruder, mach weiter so, auf jeden Fall. Stark so. Ich feier ihn, Bruder, ich feier ihn. Jetzt Berker, muss abliefern. Er hat dick drei krasse hinter sich gehabt, jetzt muss er abliefern. To the motherfucking wrong, baby. Rolle Mercedes. Heiße Reifen, mein Kassel. Da seht ihr, ne? Stimmt, Beat von Runde 3. Stimmt. Beat von Marifet Money. Ja. Handgepäck. Kopf auf Streifen, mein Baby. Ist leise, falls er uns fängt. Kommissar Flitz war Level 1 Stern auf seinem Hand. Bunker dein Jam. Sechs Uhr morgens, Bullen warten vor der Tür. Doch bin im Wagen, denn wir fahren nach Niederland. So geboren, nein, wir können nichts dafür. Viel zu viele Mütter weinen, es gießen jede Nacht. Depression im Aschiret. Doch wir beten zu dir, Allah. Weißer Teufel unterm Bett. Er will sehen, wie ich nie wieder lach. Flaschen auf Tisch, aber alle sind leer. Ich will weg von hier. Was ist mit mir passiert? Rolle Mercedes. Heiße Reifen, mein kaltes Eisen im Handgepäck. Kopf auf Streifen, mein Babe ist leise, falls er uns fängt. Kommissar Flitz war Level 1 Stern auf seinem Hemd. Deshalb bunkert ein Jam. Rolle Mercedes. Heiße Reifen, mein kaltes Eisen. Leise, falls er uns fängt. Kommissar Flitz war Level 1 Stern auf seinem Hand. Deshalb bunker dein Jam. Ja, war also, ich würde sagen, Berker war für mich persönlich jetzt der Schwächste, brüderlich. Also der Schwächste so von den Dingen. War nicht schlecht, aber war auch wieder ein Part, ne? Aber ich verstehe nicht, warum, was ist denn mit diesem ein Part immer? Also hat er irgendwie, also ist er allergisch gegen den zweiten oder wie? Free out to the motherfucking old baby. Das ist nicht schlecht, aber zu wenig, ja genau. Berkay, mein Bruder. Ich habe gerade Sammy am Anfang gefragt, meinst du, er macht den zweiten Part? Also, ich hoffe. Guck mal, das Ding ist, ich verstehe den Film, ich habe das auch schon gemacht. Was ich dabei daraus gelernt habe, ist, dass die Geschichte ist oft dann unvollständig irgendwie. Menschen brauchen den zweiten Part, um sich wirklich komplett auf den Song einzustellen. Bevor man den Vibe gecatcht hat, ist der Song schon wieder zu Ende so. Und das fand ich hier bei dem Song leider auch irgendwie. Ja. Der hätte auf jeden Fall einen zweiten Part gut vertragen können, um nochmal tiefer in die Story reinzugehen, weißt du, wie ich meine? Ansonsten alles super. Also wenn man mein Spotify abcheckt, dann sieht man sehr schnell, dass mein Stil einfach so ist, kurze Songs zu machen. Ich find's geiler, wenn ein Projekt kurz und knackig ist. Wenn die Message... Ich wünsche, das würden die Frauen auch bei mir sagen, Bruder Herzens, aber jeder Mal heißt es, zu klein, Habibi. ...schnell delivered wird. Ich finde trotzdem, das ist ein super Song, Bruder. Wie du alleine mit deiner Mello reingekommen... Manchmal ist weniger nicht mehr, Bruder, wisst ihr? Bisschen der Hook, Bruder. Das nimmt einen mit. Und wer bis heute nicht deinen Film verstanden hat, Cousin, der ist taub auf beiden Ohren, Bruder. Ich küsse dein Herz, Berkay, Cousin. Okay, lass ein bisschen quatschen, oder? So, der hat mich direkt überzeugt, so die Eier zu haben, so ein Beat zu picken, aber so nice drauf zu flowen und so. So, der hat sich einfach nur nochmal bewiesen, dass er ein runder Künstler ist, verschiedene Styles abdecken kann. Das sind Künstler, die sind auf einem gleichen Level, checkst du? Dann haben die es ein geisteskranker Künstler, ein Haaland ist ein geisteskranker Künstler. Das ist einfach nur noch Geschmackssache, Bruder. Weil dann was bewertest du es? An Flow? Beide super. An Lyrik? Beide super. An Ideen? Beide super. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wird, gell? Weil du baust ja auch, Lyrik ist crazy, auch Emotionen zueinander auf. Checkst du? Du bist mit denen jetzt schon seit einer Woche hier. Jetzt musst du dich einfach für einen entscheiden. Bruder, ich weiß nicht, ob das richtig ist, Cousin. Das ist schwer, Cousin. Also für mich persönlich, wenn jetzt einer rausfliegt, ist es Berkay für mich. Es war sehr, sehr, sehr knapp. Ist ja trotzdem ein Erfolg, dass man es bis hier geschafft hat. So,
Wir machen es auch heute nicht so spannend. Ach, zwei fliegen ja. Also Berkay safe. Berkay safe raus. Und jetzt ist die Frage, Haaland oder Hamdi, Chat? Was sagt ihr? Wer fliegt für euch raus? Haaland oder Hamdi? Berkay, für dich hat es leider nicht gereicht, mein ja, Bruder. Ja, aber war auch klar. Haaland. Es ging um Hamdi. Hamdi, Bruder. Dein Song war Spitzenklasse. So. Also Sammy hat ja dem Ding eine 10 von 10 gedrückt, ne? Und eigentlich habe ich vorgeschlagen, dass wir dich trotzdem mitnehmen. Aber leider müssen wir die Regeln einhalten. Du gehst als Platz 10. Und du hast richtig abgerissen. Und ich kann nur einen Appell an die Leute da draußen geben. Wenn die dich nicht supporten, dann haben die keine Ahnung von Musik. Du bist ein super Typ. Danke für den Song, Bruder. Danke für deine Leistung, danke für dein Hustle. Das Ding ist, ich glaube, das ist halt auch bei Sammy sehr viel Geschmackssache. Der fühlt halt einfach Haaland. Ich fühle Haaland auch übertrieben. Aber es gibt auch viele, die ihn zum Beispiel null fühlen, wisst ihr? Aber ich muss sagen, hier in dem Fall hätte meiner Meinung nach Hamdi weiterkommen müssen. Brüderlich, meiner Meinung nach. Weil er wirklich schon echt einen sehr, sehr krassen Song abgeliefert hat. Danke, dass du dabei warst, mein Bruder. Ich muss euch, Jungs, Wallah, das war gerade, das war echt Hamdi, Digga. Das war ein so ein... Vielen Dank. Haaland, Bruder, hast du sehr gut gemacht. Bambinos, Digga. Berkay, bitte. Sehr schade. Wallah, danke, dass du dabei warst. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Wallah, danke schön für die schöne Zeit, Cousin. Wallah. Schade. Dafür, Bruder. Warum? Sorry, Wallah. Ey, es ist hart, Digga, ja? Es ist echt hart, Bruder. Sehr schade, Bruder. Ich fand's stark. Aber war eine sehr krasse Folge, Bruder. Jetzt ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sich denkt, warum kann diese Top 10 nicht einfach bleiben und man macht einfach weiter zusammen Musik? Aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, ich find's auch. Ich muss das ein. Das ist so meine einzige Kritik. Ich weiß nicht, was. Also, einzige Kritik, so brüderlich. Ich weiß jetzt nicht, was mit OG ist und so. Nicht, dass auch irgendwas gesundheitlich ist. Aber ich find's schade, dass er nicht hier ist. Checkt ihr, was ich meine? Weil seine Bewertung hätte vielleicht nochmal, wisst ihr? Und wir sind jetzt mittlerweile in der 6. oder 7. Folge. Ich hoffe, die Leute haben erkannt, was ein Talent in euch beiden steckt. Ich glaube, im Battle sind immer nur die beiden. Nee, die OG war auch in den anderen. Und ihr kriegt das, was euch zusteht. Und ihr könnt mit eurer Musik viel, viel mehr Leute erreichen. Weil dafür haben wir dieses Format gemacht. Und alles Gute auf eurem Weg, Jungs. Okay, crazy, let's Dankeschön. Go. Aber wenn man es persönlich meiner Meinung nach Potenzial bewertet, hat Haaland für mich persönlich auch so mehr Potenzial so. Was soll ich sagen, Jungs? Jede Reise hat irgendwann ein Ende. Wir haben Gas gegeben, ich habe mein Bestes gegeben. Ich wünsche den Jungs viel Glück, viel Erfolg, sollen weiter Gas geben. Die Reise hört zwar hier mit Rap LaRue auf, aber ich werde weiterhin Gas geben. Jetzt fängt es erst richtig an. Berkay Nord. Es geht dann schon Potenzial. Ja, ich habe es aber trotzdem gesagt, so für mich. Die ist in the building, 3-0 to the motherfucking one, baby. Ihr wisst Bescheid, Mann. Aber ich nehme auf jeden Fall von diesem Turnier mit, dass ich... zwei Parts machen muss jetzt zukünftig in meinen Songs. Ich fühle mich eigentlich gut. Ich habe auf jeden Fall meinen Job hier erledigt, würde ich behaupten. Ich habe den Jungs keine leichte Wahl gelassen. Das war eigentlich, okay, das Ziel war natürlich weiterzukommen, aber ey, die wollten die Regeln verbiegen. Ich dachte, ich krieg's hin. Aber da wir noch so wenig Zeit haben, ging's nicht. Egal, ich habe meinen Job hier gemacht. Ich habe Baba Songs abgeliefert. Und ich denke... Ich weiß, Freunde, dass die nicht auf Potenzial, sondern auf den jetzigen Song gucken. Dankeschön. Ich denke, das war schon gut, so wie ich sie gemacht habe, ja. Sehr, sehr starke Folge gewesen, Chat. Kriegen wir ein W im Chat? Ich brauche ein W im Chat, Freunde. Ich muss sagen, sehr, sehr geile Folge gewesen. Wenn nicht sogar, Chat, die beste für mich jetzt, ernst. Wenn nicht sogar für mich die beste Folge, auch mit Diskussionsbedarf hier. Und nächste Woche Sonntag kommt Haaland, ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt so Ding. Nächste Woche Sonntag kommt Haaland. Zu mir reagieren wir auf die nächste Folge. Seid da unbedingt am Start. Ich fand es zwar eine sehr krasse Folge, Freunde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. Kommt immer gerne in die Streams. Ab 18 Uhr bin ich live, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ich küsse eure Herzen. Thumbs up. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.